Liebe Freunde der Sperrstunde, am 16. Juli 2020 hat der Dresdner Stadtrat einstimmig mit 65 von insgesamt 71 stimmberechtigten Mitgliedern die Aufhebung der Sperrstunde in Dresden beschlossen. Dem ging ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen voraus und ich habe mir die Genese, also die Entstehung dieser Entscheidung mal genauer angeguckt. Zunächst habe ich mir ein Pad angelegt, ein sogenanntes Etherpad, wo man seine Gedanken auch in Gemeinschaft mit anderen niederschreiben kann. Kann jeder benutzen und ich lese euch mal vor, was ich dort alles reingetippelt habe. Ich habe mir natürlich erstmal rausgesucht, die gesetzliche Grundlage für die Sperrzeit, heißt es in der sächsischen, im sächsischen Gaststättengesetz. So, ich öffne mal das Bild, was ich davon geschossen habe. Sperrzeit, wie gesagt, sächsisches Gaststättengesetz. Die Sperrzeit beginnt um 5 Uhr und endet um 6 Uhr für Spielhallen und öffentliche Vergnügungsstätten auf Jahrmärkten und Rummelplätzen sowie für sonstige öffentliche Vergnügungsstätten beginnt die Sperrzeit um 23 Uhr und endet um 6 Uhr. In der Nacht zum 1. Januar, 1. Mai und 2. Mai ist die Sperrzeit aufgehoben. Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse wird die Gemeinde ermächtigt, die Sperrzeit erstens zu verlängern, zu verkürzen oder aufzuheben, zweitens für einzelne Betriebe durch Verwaltungsakt, wichtig, den Beginn der Sperrzeit bis frühestens 20 Uhr vorzuverlegen und das Ende der Sperrzeit bis 7 Uhr hinauszuschieben oder die Sperrzeit zu befristen und widerruflich zu verkürzen oder aufzuheben. In den Fällen der Verkürzung oder Aufhebung der Sperrzeit können jederzeit Auflagen erteilt werden. Sperrzeiten für Spielhallen dürfen 3 Stunden nicht unterschreiten. Die Aufsicht über die Einhaltung der Sperrzeiten obliegt den Gemeinden. So, das schließe ich wieder. Also, hier ist die Gesetzesgrundlage. Wer hier draufklickt, kriegt das Bild in groß. Die Quelle, Revosax, sächsisches Gaststättengesetz. Zweitens, eine Beschlusskontrolle vom 4. Oktober 2019. Auch die öffne ich. Hier ist also der Beschluss des Stadtrates zu lesen. Und er hatte seinerzeit beschlossen, dass die Stadtverwaltung bis zum 30. September 2019, das sind also 10 Monate her, den Entwurf einer Rechtsverordnung zur Aufhebung der Sperrzeiten für öffentliche Veranstaltungsstätten und Gaststätten im Dresdner Stadtgebiet zur Beschlussfassung vorzulegen, die notwendigen Begründungen sowie Stellungnahmen für eine Rechtsverordnung zur Aufhebung der Sperrzeiten für öffentliche Veranstaltungsstätten und Gaststätten im Dresdner Stadtgebiet erarbeiten zu lassen. So, das war der Beschluss und die Beschlusskontrolle besagt also jetzt, was im sächsischen Gaststättengesetz drinsteht und dass die Aufhebung, dass das Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonderer örtlicher Verhältnisse, die dezidiert zu begründen sind. So. Wäre die Möglichkeit, hierzu bedarf es der Vorlage von Stellungnahmen und Begründungen der Betroffenen und der Antragsteller, denn nur diese Vorlagen können Grundlage einer verwaltungsrechtlichen Prüfung zur Feststellung des Vorliegens aller Voraussetzungen für den Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung sein. So, aufgrund dessen wurde die Industrie- und Handelskammer Dresden, der Hotel- und Gaststättenverband e.V. DEHOGA sowie der Geschäftsbereich Kultur und Tourismus aufgefordert, entsprechende Stellungnahmen abzugeben. Des Weiteren wurde der Tolerave e.V. als Vertreter der Initiatoren der Petition die Möglichkeit der Beteiligung und Stellungnahme eingeräumt. Dabei wurden jeweils die inhaltlichen Erfordernisse der Begründung herausgearbeitet, die den Erlass einer Rechtsverordnung im oben genannten Sinne rechtfertigen könnten. Bislang steht die Äußerung
des Tollerave e.V. trotz erneuter Aufforderung noch aus. Erst nach Eingang aller genannten Begründungen kann der Erlass der entsprechenden Rechtsverordnung erneut geprüft und dem Stadtrat in der Folge gegebenenfalls eine Rechtsverordnung zur Aufhebung der Sperrzeit für Gaststätten sowie für öffentliche Vergnügungsstätten vorgelegt werden. Der Inhalt der Begründungen muss dabei zunächst vorab auf Gerichtsfestigkeit geprüft werden. Nächste Beschlusskontrolle, 31. März 2020. Also, wir halten fest, der Tollerave e.V., der Initiant der Petition, auf die sich hier alles begründen zu scheint, hat also trotz mehrfacher Aufforderung seine Stellungnahme nicht abgegeben. Und diese Beschlusskontrolle ist vom 4. Oktober. Was haben wir noch? Ich habe nach der Stadtratssitzung eine Presseanfrage gestellt und wollte wissen, welche Einnahmen denn für Ausnahmen von der Sperrstunde in den Jahren 2018 und 2019 gemacht wurden. Der Thorsten Schulze, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, hat also im Jahr 2018 mit der Anfrage AF 2360 wissen wollen, was denn da nur für Einnahmen sind. Und das öffne ich und mache es groß. Ups. An welcher Stelle regelt die Stadtverwaltung Dresdens die Sperrstunde? Wie erfolgt die Kontrolle der Einhaltung und welche Möglichkeiten gibt es für Restaurants und öffentliche Veranstaltungsorte, eine Ausnahmegenehmigung von der Sperrstunde zu erhalten? Hier wird geantwortet auf die Anfrage, der Vollzug obliegt dem Ordnungsamt, Abteilung Gewerbeangelegenheiten, Überprüfung erfolgt im Rahmen der üblichen Kontrolltätigkeit sowie anlassbezogen. So, eine Rechtsverordnung existiert nicht, kann für einzelne Betriebe durch Verwaltungsakte beginnen, bla bla bla. Und jetzt wollte der Herr Schulze wissen, wie viele Restaurants und öffentliche Veranstaltungsorte haben Anträge auf Befreiung von der Sperrstunde gestellt? Welche Gebühren für den Verwaltungsakt werden dafür erhoben und wie viele Anträge wurden positiv beschieden? Und jetzt kommt der Knackpunkt. Nach Maßgabe der in oben genannter Antwort zu Frage 1 in Absatz 2 dargestellten Rahmenbestimmungen wurde die Sperrzeit aktuell auf Antrag für 10 gastronomische Einrichtungen im Jahr 2018 gänzlich oder tageweise aufgehoben und für 8 Spielhallen bis zu 3 Stunden verkürzt. Damit wurden alle eingegangenen Anträge positiv beschieden. Hierfür wurden insgesamt Verwaltungsgebühren in Höhe von 38.164 Euro erhoben. Die Anfrage war also aus 2018, noch bevor der Antrag überhaupt eingereicht wurde. Ich habe, basierend auf dieser Anfrage von Thorsten Schulze und der Antwort der Stadtverwaltung am 21. Juli, also 5 Tage nach Beschluss im Stadtrat, da wurde die Sperrstunde also schon aufgehoben, wenn man so will, eine Presseanfrage gestellt. Und zwar habe ich gefragt, welche Einnahmen hatte die Stadt Dresden im Jahr 2018 aufgrund beantragter Ausnahmen von der Sperrstunde? Bitte unterscheiden Sie dabei zwischen Spielhallen und Gastronomie. Führen Sie bitte, wenn möglich, auch sogenannte Clubs gesondert auf. Wie unterschieden sich die beiden Gruppen der Spielhallenbetreiber und der Clubs hinsichtlich der Häufigkeit der Ausnahmen bzw. der Anzahl der Ausnahmen? Das Gleiche habe ich nochmal für 2019 abgefragt. Und jetzt haltet euch fest. Antwort nach gut 24 Stunden. Eine E-Mail beginnt mit dem Text: Vielen Dank für Ihre Anfrage. Das Ordnungsamt beantwortet die Fragen zusammengefasst wie folgt und hat dann diese wunderschöne Tabelle als Bild wohlgemerkt eingeführt, aufgeführt. Im Jahr 2018 haben also 10 Gaststätten, davon 2 Clubs, eine Ausnahme beantragt. Die Verwaltungsgebühren beliefen sich auf 15.453 Euro für alle und für die beiden Clubs gesondert 2.568 Euro. Im Jahr 2019 haben 8 Gaststätten, darunter ein Club, also einer weniger, 12.435 Euro bezahlt und die eine Club hat 612 Euro Verwaltungsgebühren bezahlt. Wie viele Ausnahmen er an wie vielen Tagen er hatte, geht daraus nicht hervor.
Parallel dazu haben im Jahr 2018 neun Spielhallen eine Verkürzung auf bis zu 3 Stunden für 24.000 Euro beantragt und im Jahr 2009 waren es nur noch 8 Spielhallen und die mussten dafür 23.539 Euro bezahlen. Also, im letzten Jahr hat genau ein Club eine Ausnahme beantragt, er hat sie gewährt bekommen, wie alle anderen 17 Beantragten auch. Und 612 Euro. Ein Club, 612 Euro. So. Dann ging es weiter in der Antwort der Presseabteilung. Anzumerken ist hierbei, dass bei Gaststätten kraft Gesetzes lediglich eine Aufhebung der allgemeinen Sperrzeit zwischen 5 und 6 Uhr in Frage kommt. Bei Spielhallen sind es stets Sperrzeitverkürzungen durch späteren Beginn der hier geltenden allgemeinen Sperrzeit von 23 bis 6 Uhr, was dann 7 Stunden wären. Sperrzeitaufhebungen sind bei Spielhallen ausgeschlossen. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Antragszeitraum und der Betriebsart bzw. Größe. Ausnahmen von der allgemeinen Sperrzeit können genehmigt werden, wenn die Voraussetzungen in Klammern öffentliches Bedürfnis oder besondere örtliche Verhältnisse vorliegen. Dann habe ich aufgeführt die Zeitmarken der Reden von Thorsten Schulze, Magnus Hecht und Robert Maloney von der FDP-Fraktion. Ich habe mir ihre Stichpunkte aufgeschrieben. Der Thorsten Schulze fängt also an mit, dass die Sperrstunde ein längst überholtes Relikt sei. Fremdwort, gucke ich nach, von lateinisch relictum, zurückgelegt, abgelegt, zurückgelassen. Dann Befreiung der Dresdner Veranstaltungsstätten und Clubs von der Restriktion, auch hier ein Fremdwort. Markiere ich gleich mal fett. Jemandes Rechte, Möglichkeiten oder ähnliches ein- oder beschränkend. Die Restriktion, ihre Gäste kurz vor 5 Uhr nach Hause schicken zu müssen. Nächster Punkt, die Aufhebung erschließt die Möglichkeit der Programmgestalter und Booker, auf das sich in vielen Jahren veränderte Ausgehverhalten zu reagieren. Die Abschaffung schafft Planungssicherheit. Das waren mehr oder minder die wichtigsten Punkte, die Thorsten Schulze angeführt hat. Einen Höhepunkt bewahre ich mir noch auf. In der Rede von Magnus Hecht auch Stichworte restriktive Sperrstunde meiner schwäbischen Kleinstadt war einer der Gründe, warum ich dort unbedingt früher oder später weg musste. Sperrstunde sei anachronistisch, auch da Fremdwort, nicht in eine bestimmte Zeitepoche passend und daher überholt oder zeitwidrig. Die Sperrstunde sei ein Ärgerinstrumentarium und es sei ein Damoklesschwert über unserer Clubkultur. Auch zum Damoklesschwert gleich noch mehr. Zitat: Wir wollen keinen Ärger, wir wollen die ganze Nacht. Das waren die Stichworte von Magnus Hecht von der Linken. Und die Rede von Robert Maloney war recht kurz. Auch hier eine Zeitmarke zu YouTube. Stichworte aus der Rede: Sperrstunde ist Mist, Sperrstunde ist antiquiert. Auch hier Fremdwort. Und feiern macht eigentlich zu jeder Tageszeit Spaß. Darunter habe ich die Vorlage verlinkt, was steht eigentlich tatsächlich drin. Und dafür werden wir also zum ersten Mal fündig. Das Clubnetz, die Vereinigung von Veranstaltungsstätten in Dresden, und zwar sind da 13 Musikspielstätten drunter vereinigt, die haben also endlich eine Begründung geliefert, die hat es in die Vorlage geschafft. Und daraus, wie gesagt, diese Statistik. 13 Gaststätten, Spielstätten sind im Clubnetz vereinigt. Davon sind 10 von der Sperrstunde tangiert, was auch immer tangiert bedeutet. Die Zahl der Inhaber, Vollzeitangestellte 14, Teilzeit 35, geringfügig 96 und selbstständig Beschäftigte 231. 14 Vollzeitangestellte und wenn man das aufsummiert, landet man bei 230, 330, 360, 380 Arbeitsplätze. Die Zahl der Veranstaltungen, die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die Nennkapazität, ich nehme an einem Abend passen in alle Spielstätten zusammen 3600, das wären also rund 200 Gäste, die in jede Spielstätte im Schnitt reinpassten und im Jahresumsatz sind wir bei 4,77 Millionen. Das gleiche hier, hiervon von der Sperrstunde tangiert. Auch hier
Kann man draufklicken, dann wird die Grafik größer. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit vom 29. Juni, das war also rund gute 2 Wochen vor der Stadtratssitzung. Das ist der federführende Ausschuss, das heißt, in der Stadtratssitzung wird sich in aller Regel auf die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses berufen. Man sieht es hier unten im Bild, ich habe es hier hingetippt, es gab 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen. Das heißt, das linke Lager hat geschlossen dafür und das rechte Lager hat geschlossen mit Enthaltung gestimmt. Und was steht denn da jetzt drin in der Beschlussempfehlung? Ich mache es mal schön groß. Die Vorlage der Verwaltung sah also vor, dass die Sperrzeit für öffentliche Veranstaltungsstätten im Gebiet der Landeshauptstadt Dresden für alle folgenden Tage aufgehoben wird. Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage mit ein paar Ausnahmen. Und das wurde also abgeändert, dass es für alle Tage aufgehoben wird. Für alle Tage. Und der Rest der Schnulli mit den Einschränkungen wurde also aufgehoben. Ich kann euch sagen, der Stadtrat hat, ohne auch nur noch einmal darüber zu diskutieren, es so beschlossen. Es wird also an allen Tagen die Sperrstunde aufgehoben. Und wir haben also 13 Musikspielstätten in Dresden, von denen 10 von der Sperrstunde tangiert waren. Und wie man aus meiner Presseanfrage erfährt, hat das bisher im letzten Jahr genau eine Spielstätte genutzt und ziemlich sicher auch nur an Wochenenden, weil unter der Woche haben die Clubs in aller Regel nicht auf. Zumindest nicht mit einer großen Action, vielleicht das Wettbüro oder das Ostpol. So, in Zukunft haben also 13 die Möglichkeit, gleichzeitig und an jedem Tag der Woche zu öffnen und machen sich sozusagen Konkurrenz. Das heißt, im schlimmsten Falle machen alle auf und alle sind bei weitem nicht ausgelastet, weil es gar nicht genug Partyvolk gibt. Die Zukunft wird es ausweisen. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Wir werden es sehen. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Damoklesschwert. Und was lesen wir beim Damoklesschwert? Ich gehe nochmal zurück. Das Damoklesschwert über unserer Clubkultur, sagte Magnus Hecht. Und was erfahren wir über Damokles? Dass es der Legende nach ein Günstling des Tyrannen Dionysos des ersten oder des zweiten von Syrakus in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts vor Christus war. Die Anekdote vom Damoklesschwert ist aus Ciceros Tusculanae Disputationes überliefert. Es ist also eine Legende, von der man nicht weiß, ob sie wahr ist. Was erfahren wir aus dem Leben des Damokles? Ob er tatsächlich gelebt hat, ist nicht gesichert. Er wird als ein Höfling beschrieben, also im weitesten Sinne ein Diener, der dem Herrscher zu dienen hatte, der mit seinem Leben unzufrieden war. Er beneidete den Tyrannen um dessen Macht und Reichtum und hob in seinen Schmeicheleien stets dessen Vorzüge hervor. Dionysios beschloss daher, Damokles anhand des Damoklesschwertes die Vergänglichkeit, vor allem die seiner Position, zu verdeutlichen. Der Herrscher lud Damokles zu einem Festmahl ein und bot ihm an, an der königlichen Tafel zu sitzen. Zuvor ließ er jedoch über Damokles Platz ein großes Schwert aufhängen, das lediglich von einem Rosshaar gehalten wurde, also ein Pferdehaar, ein Pferdearschhaar. Als Damokles das Schwert über seinem Kopf bemerkte, war es ihm unmöglich, den dargebotenen Luxus zu genießen, und schließlich bat er darum, auf die Annehmlichkeiten in Klammern und die damit verbundene Bedrohung Klammer zu verzichten zu dürfen. Damokles hatte seine Lektion erhalten, dass Reichtum und Macht keinen Schutz vor Gefahren bieten, sondern diese verursachen. Damokles Schwert über unserer Dresdner Clubkultur. Magnus Hecht nimmt eine historische Legende, um die Bedrohung der Dresdner Kulturszene durch das Ordnungsamt zu beweisen. Und ich gehe nochmal zurück zum Anfang. Thorsten Schulze, öffnen. Nach Maßgabe der dargestellten Rahmenbedingungen wurde die Sperrzeit aktuell auf Antrag für 10 gastronomische Einrichtungen im Jahr 2018 gänzlich oder tageweise aufgehoben und für 8 Spielhallen bis zu 3 Stunden verkürzt. Damit wurden alle eingegangenen Anträge positiv beschieden.
Hierfür wurden insgesamt Verwaltungsgebühren in Höhe von 38.164 Euro erhoben. Und in Anspruch genommen hat es 2019 genau ein Club. Er hat dafür 612 Euro bezahlt. Und jetzt erklärt mir bitte jemand, wo die Dresdner Club- und Veranstaltungsszene von der Dresdner Stadtverwaltung bzw. von der Sperrstunde bedroht war und ob es nicht tatsächlich der Fall war, dass dann nur diejenigen, bei denen sich's wirklich gelohnt hat, eine Ausnahme beantragt haben für schmales Geld, 612 Euro in einem Jahr für einen Club. Keine Ahnung, was das anteilig an dem Gesamtumsatz oder an den Kosten des Clubs gemacht hat. Ich würde sagen, das nimmt ein Club ungefähr in ein, zwei Stunden an einem Abend ein. Der Stadtrat hat das mit 65 Stimmen beschlossen. Es gab kein Widerwort, es gab keine Kritik. Und das kritisiere ich. Die Sperrstunde, ob die aufgehoben wird, wir werden es erleben. Ob dann mehr Randale ist nachts, weil die Partygänger besoffen nach Hause marschieren oder womöglich unter Drogen. Der Stadtrat hat meiner Meinung nach keine fundierte Entscheidung getroffen, sondern er ist mit dem Zeitgeist mitgegangen. Und das werfe ich in erster Linie den bürgerlichen Parteien, Fraktionen vor, namentlich der CDU, der FDP, der AfD und auch den Freien Wählern. Ihr habt euch dem Zeitgeist gebeugt und ihr werdet vom Zeitgeist ganz ordentlich in den Piep gefickt werden. Amen.